Sicherlich hast du schon von sogenannten Patentboxen oder Lizenzboxen gehört, mit deren Hilfe Unternehmen geistiges Eigentum unter steuerlich günstigen Bedingungen vermarkten können. In Europa gibt es 18 Patentboxen und Lizenzboxen und diese werde ich dir in diesem Video vorstellen. Zunächst wollen wir uns noch mal kurz damit auseinandersetzen, was überhaupt eine Patentbox oder Lizenzbox ist, bevor wir dann zu den 18 Ländern kommen in Europa, die eine solche anbieten. Mit Lizenzbox oder Patentbox wird im Steuerrecht, speziell im Unternehmenssteuerrecht, die Möglichkeit bezeichnet, Erträge aus geistigem Eigentum gesondert auszuweisen und niedriger zu besteuern als andere Erträge. Die Lizenzbox wird einerseits als Instrument im internationalen Steuerwettbewerb und andererseits als Instrument zur Förderung von Forschung und Entwicklung gesehen. Wie funktioniert eine solche Patentbox oder Lizenzbox eigentlich? Nun, jetzt nehmen wir einmal an, du gründest ein Unternehmen und in diesem Unternehmen stellst du Softwareentwickler an und diese Softwareentwickler entwickeln dann eine Software. Und nach einigen Jahren ist diese Software dann marktreif und kann verkauft werden. Dann hast du hier also ein sogenanntes IP geschaffen, ein sogenanntes Intellectual Property. Wichtig übrigens, Software lässt sich nicht patentieren. Das heißt also, nicht jede Patentbox, nicht jede Lizenzbox lässt Erträge aus Software für diese zu. Aber darauf werden wir dann gleich noch kommen. Aber bei den meisten Lizenzboxen und Patentboxen kann man als Unternehmen Software verwerten. Also zurück zu unserem Beispiel. Wenn nun unser Unternehmen hier diese Software verkauft, sagen wir mal im App Store oder an Unternehmen, dann können die Gewinne, welche diese Software generiert, günstiger besteuert werden, wenn das Unternehmen eine Patentbox oder Lizenzbox nutzen kann, als zum Beispiel Gewinne aus Dienstleistungen oder dem Verkauf anderer Produkte, die nichts mit der Entwicklung von geistigem Eigentum zu tun haben. Viele Unternehmer wissen, dass bei der Verwertung von Lizenzen in der Vergangenheit aller möglicher Schmuh betrieben wurde. In gewisser Weise ist das Thema für die Finanzverwaltung ein rotes Tuch und nicht nur für die deutsche Finanzverwaltung, für Finanzverwaltungen weltweit. Daher haben sich 2015 die meisten Länder unter der Führung der OECD dazu entschlossen, bestehende Patentbox- und Lizenzbox-Modelle zu beenden und einen neuen Standard für solche neuen Lizenzbox- und Patentbox-Modelle zu schaffen. Dieser setzt nun voraus, dass das geistige Eigentum tatsächlich in dem Land auch geschaffen wurde, dass dort investiert wurde in das geistige Eigentum, wenn es dann dort steuerlich günstig hier verwertet werden soll. Also als Beispiel, Irland ist ja allgemein bekannt als ein Land, wo dann große amerikanische Konzerne letztlich geistiges Eigentum weltweit außerhalb der USA verkaufen und in der Vergangenheit auf die daraus resultierenden Gewinne extrem niedrige Steuern in Irland bezahlt haben. Das ist jetzt nicht mehr zulässig und dieses Steuersparmodell, ja auch bekannt als der Double Irish with a Dutch Sandwich, das wurde dann 2015 auch eingestellt und Irland hat eine OECD-konforme IP-Box eingeführt. Jetzt müssen also Unternehmen wie Google oder Microsoft oder auch Apple, die jetzt IP über ihre irische Gesellschaft steuergünstig vermarkten wollen, dieses IP in Irland vor Ort entwickelt haben. Sie müssen also Forschung und Entwicklung in Irland vor Ort betreiben. Sie müssen dort Mitarbeiter haben, sie müssen Softwareentwickler haben oder aber sie müssen natürlich von der irischen Gesellschaft aus in dieses IP anderweitig investieren. Das heißt also möglicherweise das IP zu einem fairen Marktpreis hier kaufen von einer ausländischen Tochtergesellschaft, das hier innerhalb von einem Konzern hier so zu einem geringen Preis IP verschoben wird oder IP genutzt wird und dann steuergünstig letztlich hier verwertet wird. Sowas gibt es heute nicht mehr. Und tatsächlich musst du in den 18 Ländern, wo es heute Patentboxen und Lizenzboxen gibt, eben nachweisen, dass du tatsächlich einen sogenannten Nexus hast.
Das heißt, dass es hier wirklich einen lokalen Bezug zu diesem IP, zu diesem geistigen Eigentum gibt. Was jetzt nicht mehr funktioniert, ist zu sagen, ich habe eine deutsche Gesellschaft und da stelle ich ein paar Softwareentwickler ein und dann kann ich hier die Kosten für die Softwareentwickler letztlich hier in Deutschland als Betriebsausgaben absetzen. Sobald dann das IP entwickelt ist, verschiebe ich das klammheimlich zum Beispiel nach Zypern. In Zypern verwende ich dann die IP-Box und muss dort nur sehr geringe Steuern auf die Vermarktung, auf die Verwertung dieses geistigen Eigentums bezahlen. Das funktioniert nicht mehr. Um die IP-Box zu nutzen, muss man also Substanz vor Ort aufbauen, auch als kleines Unternehmen in dem Land, in dem man die IP-Box nutzen möchte. Und es ist in der Regel eine langfristige Planung notwendig, um hier eine IP-Box nutzen zu können. Denn wie gesagt, schon die Entwicklung des IPs muss ja letztlich hier in der ausländischen Gesellschaft erfolgen. Das heißt, die ausländische Gesellschaft muss auch natürlich von Anfang an bestehen. In der Regel. Wie ich vorhin schon angesprochen habe, gibt es in Europa, und damit meine ich nicht nur die Europäische Union, sondern Europa, 18 Länder, die eine Patentbox und Lizenzbox anbieten. Und man unterscheidet hier in der Regel drei Szenarien, unter welchen man die IP-Box verwenden darf. Hier wird dann auch noch eine Unterscheidung gemacht zwischen großen und kleinen Unternehmen. So ist es in Irland so, dass tatsächlich nur Patente mit der IP-Box steuerlich begünstigt verwertet werden können. Allerdings kleine Unternehmen, und das sind dann Unternehmen, die weniger als 50 Millionen Umsatz machen zum Beispiel, dürfen auch nicht Patente über die IP-Box verwerten, zum Beispiel eben Software. Das heißt, die meisten Länder unterscheiden eigentlich zwischen Patenten, zwischen Software. Und dann haben einige der Länder auch noch eine dritte Kategorie, also Sonstiges, bei welchen dann gerade kleine Unternehmen hier auch noch anderes geistiges Eigentum mithilfe der IP-Box verwerten können. Die Bedingung ist, dass es sich um etwas handelt, das nicht offensichtlich ist, das nützlich ist und neuartig ist. Was könnte das zum Beispiel sein? Nun, es könnte eben zum Beispiel ein Produkt sein, das man entwickelt hat, das aber nicht patentierfähig ist oder eben noch nicht patentiert ist. Zum Beispiel ein selbstreinigendes Textil, das Schmutz und Bakterien durch Sonnenlicht abbaut. Ein biologisch abbaubarer Kunststoff, der sich in Salzwasser auflöst und zur Herstellung von Einwegprodukten für den Strandgebrauch verwendet wird. Ein KI-basiertes System zur Früherkennung von Waldbränden durch Analyse von Satellitendaten und lokalen Wetterbedingungen. Eine Methode zur Umwandlung von Kohlendioxid in essbare Proteine mithilfe speziell entwickelter Mikroorganismen. Ein Gerät, das Schallwellen nutzt, um Wasser in der Wüste aus der Luft zu kondensieren und so eine nachhaltige Trinkwasserquelle zu schaffen. Übrigens hat ChatGPT diese Ideen hier produziert, die kommen nicht von mir. Aber das wären Punkte, die jetzt unter der Kategorie Sonstiges, also nicht Patent, nicht Software, hier in manchen Ländern auch mit der Patentbox bzw. Lizenzbox verwertet werden können. Wenn du jetzt sagst, wunderbar, das klingt ja ganz toll, ich werde jetzt mal hier eben schnell ein Unternehmen gründen, in welchem ich eine solche Patentbox bzw. Lizenzbox verwerten kann, dann werde ich hier ein Team anstellen, dann werden wir Software entwickeln, dann werden wir diese Software vermarkten. Du ziehst dann selbst nach Dubai um, zahlst dann vielleicht 3% Steuern mit der Firma, wo die Patentbox aktiviert wird und du bekommst dann den Rest hier nach Dubai steuerfrei ausgeschüttet, also 97% der Gewinne steuerfrei nach Dubai in meinem Beispiel. Das klingt zwar in der Theorie gut und funktioniert auch in manchen Ländern, aber man darf hier natürlich die Quellensteuer nicht vergessen. Wenn du ein Unternehmen gründest und dieses Unternehmen bezahlt Körperschaftssteuer, auch wenn es eine reduzierte Körperschaftssteuer ist durch die Patentbox oder Lizenzbox, und dann wird der verbleibende Nettogewinn an die Gesellschafter ausgeschüttet, dann wird in diesem entsprechenden Land Quellensteuer fällig. Zum Beispiel Serbien hat eine sehr interessante Patentbox. Dort werden nur 3% Steuern fällig. Serbien hat aber auch eine Quellensteuer in Höhe von 20%, die zum Beispiel dann gilt, wenn die Gesellschafter in Steueroasen leben. Also mal angenommen, du wohnst jetzt in Dubai, hast so eine serbische Firma,
dann zahlst du zwar in Serbien auf die Gewinne zunächst mal nur 3% Steuern, schüttet dann aber die serbische Gesellschaft die Gewinne an dich nach Dubai aus, werden nochmals 20% Steuern fällig. Dann liegst du also hier irgendwo zwischen 20% und 23%, was natürlich steuerlich gesehen dann nicht mehr so attraktiv ist. Manchmal lässt sich dies über eine Holdinggesellschaft natürlich dann vermeiden, aber auch dort ist ja heutzutage hier bei Holdinggesellschaften sehr genau darauf zu achten, dass diese Substanz haben, sonst wird vielfach der Quellensteuerabzug nicht gewährt. Die Schweiz zum Beispiel hat ja auch ein attraktives Patentbox-Regime, das werden wir uns gleich mal anschauen, aber dort werden zum Beispiel 35% Quellensteuer fällig. Ja? Also da muss man sich sehr genau überlegen, wie man das Ganze richtig aufsetzt und wie man dann auch die Gewinne tatsächlich aus der Firma rausbekommt. Es genügt nicht, wenn man einfach nur eine Methode hat, um möglichst wenig Steuern zu bezahlen. Man muss natürlich auch irgendwie die Gewinne steuereffizient aus der Firma rausbekommen, sonst bringt das Ganze natürlich relativ wenig. Gut, ich komme nun zu den 18 Ländern, zu unserem Ranking. Wir fangen bei Platz 18 an und die Länder sind gerankt letztlich nach Höhe der Steuer, die die Gesellschaft bezahlen muss auf die Gewinne aus der IP-Box. Ich werde auch immer noch erläutern, auf welche Arten von geistigem Eigentum hier die Patentbox bzw. Lizenzbox in diesem Land dann anwendbar ist. Nochmal, es gibt Patente, es gibt Software und Sonstiges. Auch weise ich dich jeweils darauf hin, in welchem Land es keine Quellensteuer gibt. In allen anderen Ländern musst du ansonsten damit rechnen, dass es eine Quellensteuer gibt. Und dann muss man überlegen, wie man diese eliminieren oder reduzieren kann. Stichwort Doppelbesteuerungsabkommen, Stichwort Holdinggesellschaft. Platz 18 unserer Liste mit Ländern, die eine Patentbox bzw. Lizenzbox anbieten, belegt die Türkei. Hier liegt die Steuer auf die Verwertung von geistigem Eigentum bei 12,5%. Es können nur Patente verwertet werden, keine Software, kein sonstiges IP. Fairerweise muss man hinzufügen, dass die Türkei auch noch eine Freihandelszone hat. Unternehmen, die dort ihren Sitz haben, sind gänzlich von der Steuer befreit. Hier also Steuer 0%, nicht nur im Bereich IP, sondern generell. Platz 17 geht an die Slowakei. Steuer auf IP-Box-Gewinne 10,5%. Erlaubt sind Patente und Software. Platz 16 geht an Frankreich. Hier werden 10% Steuern fällig im Rahmen der IP-Box. Erlaubt sind Patente und Software. Platz 15 geht an den UK. 10% auch hier. Es können nur Patente verwertet werden. Wichtiger Hinweis, der UK hat keine Quellensteuer auf abfließende Dividenden. Die Gesellschaft würde also diese 10% bezahlen und kann dann den Rest komplett an die Gesellschaft ausschütten, völlig egal, in welchem Land diese leben. Platz 14 geht an die Niederlande. Hier ist die Steuer 9%. Hier kann man mit der IP-Box verwerten Patente, Software und sonstiges IP. Sehr interessant. Platz Nummer 13 geht an das Baskenland in Spanien. Hier gibt es eben regional unterschiedliche IP-Boxen und die IP-Box in Baskenland ist die günstigste. 7,2% Steuern werden hier aufgerufen. Patente und Software können verwertet werden. Platz 12 wird von Irland belegt. Ja, eine sehr bekannte Patentbox. Hier können Patente, Software und sonstiges IP verwertet werden. Es gibt keine Quellensteuer in Irland, wenn der Empfänger der Dividende, also der Gesellschafter, in der EU oder in einem DBA-Staat von Irland lebt. Und Irland hat sehr viele DBAs. Platz 11, Albanien. Ich habe dir gesagt, wir bewegen uns auch außerhalb der EU. 5% werden hier fällig an Steuern im Rahmen der IP-Box, Patente und Software können verwertet werden. Platz 10, ebenfalls Litauen. Auch hier werden 5% fällig. Auch hier können Patente und Software
über die IP verwertet werden. Warum liegt nun Litauen vor Albanien? Wenn man sich hier die Gesetzgebung genau anschaut, dann kann man meiner Meinung nach sehen, dass die litauische Gesetzgebung einfacher in der Anwendung ist. Daher haben wir hier Litauen einen Platz besser gerankt als Albanien. Platz 9, Polen, auch hier 5%. Auch hier kann die IP-Box für Patente und Software angewandt werden. Unserer Meinung nach ist die IP-Box in Polen noch besser als die in Litauen. Daher haben wir trotz gleichem Steuersatz die IP-Box in Polen einen Platz besser bewertet als Litauen. Platz 8, Luxemburg, 4,99%. Auch hier Patente und Software können über die IP-Box verwertet werden. Platz 7, Ungarn, 4,5%. Patente und Software können über die Patentbox, Lizenzbox verwertet werden. Und ganz wichtig, in Ungarn gibt es keine Quellensteuer. Und man sollte hier auch noch erwähnen, dass natürlich die Körperschaftssteuer mit 9% sehr gering ist. Die geringste in der EU nach Malta. Das heißt, wenn die Gesellschaft also auch noch andere Einkünfte hat, zum Beispiel aus Dienstleistungen, können diese natürlich recht günstig besteuert werden. Platz 6, Belgien, 3,75%. Patente und Software können über die belgische IP-Box hier verwertet werden. Platz Nummer 5, Portugal, 3,15% Steuer. Es können leider nur Patente verwertet werden. Platz 4, Serbien, 3% Steuern. Ein sehr attraktiver Steuersatz. Es können Patente, Software und sonstiges IP verwertet werden. Platz 3 belegt Zypern. 2,5% Steuern werden fällig. Patente, Software und sonstiges IP kann verwertet werden. Keine Quellensteuer in Zypern. Ein sehr populäres Programm auch bei unseren Mandanten. Platz 2, Malta, 1,75%. Es können Patente und Software, leider kein sonstiges IP verwertet werden über die Patentbox, über die Lizenzbox, keine Quellensteuer. Und dann zu guter Letzt die Schweiz und dort der Kanton Zug. Sagenhafte 1,18% Steuer werden fällig auf die Verwertung von geistigem Eigentum. Tatsächlich können aber nur Patente verwertet werden. Und die Schweiz hat, wie gesagt, eine sehr hohe Quellensteuer. Hier muss man unbedingt also einen guten Weg finden, sonst zahlt man sich hier dumm und dämlich. So, das waren sie, unsere 18 Länder in Europa, die eine Patentbox bzw. Lizenzbox betreiben. Ich hoffe, die Liste war nützlich für dich. Man muss natürlich beachten, dass die Patentbox nur ein Modell ist, wie Staaten hier Forschung und Entwicklung fördern. Es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten, zum Beispiel über Förderungen ganz konkret, dass Unternehmen also Geld bekommen oder auch zum Beispiel, dass man hier Ausgaben für die Entwicklung von geistigem Eigentum mit einem Multiplikator absetzen kann bei den Betriebsausgaben des Unternehmens. Zum Beispiel in Italien gibt es das. Dort kannst du 230% deiner Ausgaben, die das Unternehmen für die Entwicklung von IP getätigt hat, als Betriebsausgaben absetzen. Hast du also zum Beispiel 100 Euro Betriebsausgaben, kannst du 230 Euro dann absetzen von der Steuer. Also, wie gesagt, hier gibt es auch noch andere Modelle der Förderung. Die IP-Box bzw. die Lizenzbox ist nicht alles, aber sie sind eben sehr einfach, diese Patentboxen und Lizenzboxen, und haben natürlich enorme steuerliche Vorteile. Wenn das Themen sind, die auch dich umtreiben, wenn du dir überlegst, ein Unternehmen im Ausland zu gründen, das du aufbauen willst, um hier zum Beispiel die Patentbox oder Lizenzbox zu verwenden, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Wir gründen seit 2006 Unternehmen für Mandanten im Ausland, meistens dann auch in Verbindung mit der persönlichen Steueroptimierung des Gründungsgesellschafters. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Buche ein Beratungsgespräch. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk.
Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.